Hallo Freunde, willkommen zurück zu Ark. Wir sind immer noch auf dem Vulkan oben. Ich habe inzwischen ein bisschen was abgebaut. Ein bisschen was ist gut. Ihr seht, hier drüben fehlt eine ganze Menge Zeug. Ich habe auch hier auf der Terrasse ein bisschen Platz gemacht. Aber alles in einem Rutsch wäre viel zu viel. Das schaffe ich nicht. Außerdem will ich dann dem Ganzen jetzt ein bisschen Zeit geben, um dann vielleicht in ein, zwei Tagen zu sehen, wie viel da tatsächlich respawned ist und wo ungefähr die Grenze liegt. Hier in dieser Bucht, sage ich mal, waren Kristalle. Sollten die bis hierhin respawnen, wäre das fantastisch. Ich glaube aber nicht dran. Aber so nah sind wir da auch nicht dran, dass da überhaupt nichts mehr kommen sollte. Hoffe ich zumindest. Okay, ihr seht schon, Hütte soweit fertig, in Anführungszeichen. Verbesserungswürdig ist alles, immer. Ich würde zum Beispiel noch wahnsinnig gern so eine Art Unterstand bauen für Bernd, damit es ihm nicht irgendwie auf den Kopf regnet. Wir haben inzwischen Futtertrog und da ist auch ein bisschen Material drin. Da habe ich Bernd runter zum Waldrand gebracht. Der ist nämlich auch relativ gut darin, Beeren zu sammeln. Das ging sehr, sehr schnell. Ansonsten habe ich hier das große Tor installiert. Da sollte erstmal kein Dino durchkommen. Das Tor kann man trotzdem noch öffnen. Was erstmal eine gute Sache ist. Hier geht es dann weiter runter. Da unten ist dann die Höhle, wo wir mit Raksha mal unterwegs waren und ein Artefakt geholt haben. Aber wie gesagt, das ist ein ganzes Stück darunter und im Normalfall sollte das Tor hier zubleiben. Dann passiert Bernd auch überhaupt nichts. Sollte soweit alles sicher sein. So, das Haus selber hat drei dieser Schmelzen bekommen. Da bin ich auch schon fleißig dabei. Ihr seht, da ist schon einiges an Metall drin und wird bearbeitet. Das gilt für alle drei. Wir haben außerdem eine Schmiede und ich habe festgestellt, die Schmiede reicht schon, um die Gewächshauswände zu bauen. Die will ich hier oben direkt fertig bauen. Das sollte dann leichter zu transportieren sein als die Rohmaterialien. Die sind nämlich höllenschwer. Problematisch wird ein bisschen die Zementpaste. Da muss ich demnächst mal wieder mit dem Frosch ins Sumpfbiom und auf Insektenjagd gehen, damit wir da noch ein bisschen was haben. Das werden wir dann aber mitbringen mit dem Quetzel. Und dann, wie gesagt, hier die Gewächshauswände bauen. Die fertigen Wände quasi zum Turm fliegen, um einfach Gewicht zu sparen. Und dann sollte das recht einfach gehen. Für das kurze Abbauen zwischendurch, Bett für die Schnellreise. Wir haben hier reichlich Fenster für Licht und schöne Aussicht. Und es gibt immer noch eine Menge Zeug. Also ihr seht, in den Schmelzen ist schon eine Menge Erz und hier haben wir auch noch was. Und oben wäre noch viel mehr. Hier haben wir jede Menge davon. Ich bin am Überlegen, hier vielleicht noch einen Tisch herzubauen oder einfach so ein paar Mörser. Dann kann ich hier oben aus dem ganzen Stein und dem Flint vielleicht Sparkpowder herstellen. Oder ich baue hier oben direkt Steinwände, die ich dann vielleicht auch für den Turm brauche. Material habe ich eigentlich. Das Einzige, was mir dann eben fehlt, ist Holz. Obsidian gibt es hier oben jede Menge, wie ihr sehen könnt. Und auch mit den Kristallen sieht das gar nicht so schlecht aus bisher. Also, da sind wir inzwischen ganz gut aufgestellt. Im letzten habe ich noch so ein bisschen extra Zeug, Baumaterial, das jetzt gerade übrig ist, mit dem ich aber an sich so nichts mehr anfangen kann. Und die seltenen Pilze, die kommen in den Kristallvorkommen vor. Allerdings brauchen wir davon auch nur noch sehr, sehr wenig, wenn überhaupt irgendwas. Im Turm unten habe ich da noch einige Stapel, also mehrere hundert. Die sind mit dem Mammut in Sumpfbäumen sehr, sehr schnell abgebaut. Das ist überhaupt keine Sache. Ja, lassen wir das Metall da oben einfach mal noch ein bisschen köcheln. Ich werde sehr viel Zeit hier oben verbringen, weil ich glaube nicht, dass das weiter köchelt, während ich woanders bin. Es gibt quasi immer so Aktivzonen. Die Zone, in denen der Spieler gerade ist, ist die aktive und alle anderen sind so ein bisschen auf
Ja, sie existieren halt, werden aber nicht simuliert, weil sonst wären einzelne Rechner überfordert. Bei einem Dedicated Server oder bei einem offiziellen Server ist das was anderes. Der simuliert natürlich alle Zonen gleichzeitig, aber bei so einem Singleplayer-Spiel funktioniert das nicht. Deshalb gibt es auch die Einschränkung, wenn man einen lokalen Host macht, dass dann andere Spieler nicht sonderlich weit weg können. Also wir hatten gestern 150 Meter als Limit und mehr geht nicht, dann stößt der andere Spieler auf eine unsichtbare Wand. Gut, das Baumaterial hier lassen wir mal da, für den Fall, dass ich hier was umbauen, ausbauen oder sonst was bauen will. Mal sehen. Blaupausen kommen mit. Da haben wir einen schönen Blaupausenschrank im Turm. Ja, Charakter ist kurz davor zu verhungern. Und ich habe derzeit kein Fleisch mehr dabei. Das heißt, wir werden uns relativ zügig auf den Rückweg machen. Ich will nur noch ganz kurz gucken, ob ich ein Wollnashorn hochheben kann mit dem Quetzel oder eben nicht. Das wäre noch ein interessantes Experiment. Dann habe ich heute vor, einen Bären zu fangen. Und als Vorbereitung darauf möchte ich den Fangkäfig ausbauen. Der ist bisher für relativ kleine Tiere gedacht. Alles, was man in Argentavis tragen kann. Und da war es mit einigen auch schon schwer, die da reinzukriegen. Ich brauche jetzt einfach irgendeinen Fangkäfig mit einer größeren Fläche, wo ich erstens die Tiere leichter reinkriege, wenn ich drüber fliege, und zum anderen auch größere Tiere reinkriege. Bei einem Bär wird es schon langsam kritisch. Ein Wollnashorn kriege ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr da rein, in den aktuellen Fangkäfig. Und ja, wenn ich solche Sachen zählen will, wäre es nicht schlecht, wenn wir den ein bisschen ausbauen. Ansonsten werde ich mich dann offscreen hauptsächlich mit Rohstoffen beschäftigen, Zementpaste ein bisschen ranschaffen, damit wir da vorankommen. Dann plane ich in der nächsten Episode oder in den nächsten zwei Episoden die Geschichte am Turm weiter auszubauen. Die Farm will ich endlich fertig kriegen und da ein Dach oben drauf setzen. Dann will ich den Teil der Brücke noch ein bisschen weiter ausbauen. Da fehlen auch noch einige Teile, damit die Brücke endlich fertig ist. Dann können wir auch wieder mit dem T-Rex darüber laufen und so weiter. Das geht im Moment so mehr oder weniger. Es ist wahnsinnig eng und allgemein nicht sonderlich schön. Außerdem ist das ein Bauprojekt, was schon eine Weile jetzt auf Fertigstellung wartet. Deshalb will ich das auch mal zu Ende bringen. Dann steht zukünftig an Ausbau vom Hafen und ich will zwischenzeitlich auch mal wieder in ein paar Höhlen. Es gibt ein neues Portal. Man hat einen neuen Boss hier. Man beschwört die Bosse scheinbar nicht mehr an die Türme, sondern man beschwört inzwischen Portale, um zu den Bossen hinzukommen. Die Bosse haben eigene Arenen bekommen, wenn man so möchte. Und es gibt jetzt hier einen neuen Boss. Bisher war der einzige Boss in diesem Spielmodus die Brutmutter. Das hat sich jetzt geändert. Man hat jetzt einen Riesengorilla als Alternative. Und wir brauchen, um diese Portale zu öffnen, ganz einfach die Artefakte, und dann will ich jetzt demnächst mal auf Artefaktjagd gehen, damit wir da vielleicht mal einen der Bosse anschauen können. Außerdem, wir haben inzwischen Bruno, wir haben Watson, die können schon einiges. Ich brauche noch ein paar Raptoren, damit das Zehnerrudel fertig ist. Und dann geht es demnächst auch noch auf die Jagd nach einem Giga. Okay, wir können Nashörner tragen. Das ist ziemlich fantastisch. Lass mal ganz kurz gucken, welches Level hat das denn? 64 wäre eigentlich in Ordnung. Mit der Ausdauer ist gerade nicht so gut, aber ich glaube, den nehmen wir direkt mit. Einpacken überflüssig, den tragen wir so. Alles klar, dann mache ich mich jetzt auf einen langen und hoffentlich nicht sonderlich beschwerlichen Rückflug. Charakter wird zwischenzeitlich wahrscheinlich richtig dick Hunger schieben. Na, hoffentlich komme ich da noch lebendig an. Abhängig davon, wie oft ich zwischenlanden muss. Und dann gucken wir mal, dass wir das Nashorn vielleicht irgendwie in Turmnähe kriegen. Andererseits wird schon irgendwie schief gehen. Den setze ich auf der hinteren Seite der Insel ab. Dann ist der vielleicht nicht so total aggro. Und ich habe genug Zeit, den Fangkäfig ein bisschen auszubauen. Wir sehen uns auf der Insel. Bis gleich.
Und da bin ich wieder. Ich war fleißig. Ich habe das Nashorn hier zur Insel geflogen und dann habe ich einige Komponenten gebastelt. Mal wieder ein Dino-Tor, allerdings wieder nur ein relativ kleines aus Holz. Einige Zaunfundamente und Holzwände. Und da machen wir uns gleich mal ein bisschen draußen auf die Socken. Wie gesagt, ein neuer Fangkäfig wird benötigt. Und da schauen wir dann mal. Ich habe schon so ein bisschen eine Idee, wie ich den gestalten will. Ich bin aber noch nicht ganz sicher über die Größe des Ganzen. Am besten zeige ich euch, was ich vorhabe. Und dann schauen wir, wie wir das umsetzen können. Also gut, das alte Teil wird abgerissen. Und dann habe ich mir gedacht, wir bauen einen Zaun im Prinzip entlang dieser Linie zwischen dem Grasteil mit den Pflanzen drauf und diesem Klippenteil. Da bauen wir eine Art U und das machen wir dann zu mit einer Mauer, auf der eine Plattform ist. Oder zumindest eine, also entweder eine Plattform, wo ich mit dem Quetzel landen kann, das wäre Luxus, oder eine kleine Plattform mit einer Leiter, dann lande ich einfach daneben, gehe die Leiter hoch und habe dann quasi dieses gesamte U als Überblick und kann da dementsprechend dann auf die Tiere schießen, die ich da reinfliege. Ist etwas größer, etwas luxuriöser und wir brauchen auf jeden Fall dann auch einen Ausgang mit dem Tor. Das käme dann auch auf diese Seite mit der Mauer. Könnten wir quasi direkt neben die Plattform machen. Okay. Packen wir erstmal die schweren Teile hier rein. Kümmern wir uns erstmal nur um die Fundamente. Da haben wir dann genug zu tun. Und man könnte mal einen kurzen Blick darunter werfen, ob das Nashorn noch da ist. Das habe ich nämlich hier drüben abgeworfen. Jawohl, da ist es noch. Wollen wir hoffen, dass das hier bleibt. Es ist friedlich. Das hat mich einmal irgendwie zur Kampfmusik geführt oder war sonst wie aggressiv. Deshalb dachte ich mir, hier vorne ist das ganz gut aufgehoben. Wollen wir hoffen, dass das noch eine Weile hier bleibt. Okay, von hier unten aus ist das nicht so einfach zu sehen mit diesem Übergang. Ich glaube aber, dass wir hier ziemlich richtig sind. Okay. Totale Grütze, das richtig zu sehen, aber es sollte jeweils dran schnappen. Das waren drei. Vier, fünf, sechs. Sieht man natürlich mal wieder ausgezeichnet. Sieben. Ich drücke die Daumen, dass das passt. Ja. Und da hat sich dann mit Übersicht. Lass uns mal ein paar Mauern draufziehen. Dann sieht man schon mal, wie weit wir da gekommen sind. Oh Mann, das mit dem Gras, das hilft nicht unbedingt. Aber diese kleinen Zaunfundamente hier ersparen es einem dann hier richtige Fundamente hinzubauen. Ist jetzt schief und krumm, aber damit muss ich dann wohl leben. Okay, da hat es nicht richtig angeschnappt. Da ist eine Lücke. Nichts, was groß genug ist, dass da ein Dino durchkommt.
Diese Zaunwände sind die Hölle. Ah, in die Richtung war das jetzt. Okay, kein Wunder, dass ich das da vorne dann nicht mehr getroffen habe. 2, 4, 6, 7. Dann wird's schräg. Richtig schräg. Machen wir 3 Schrägen hin. Okay. Dann dreimal gerade, würde ich sagen. Die schnappen immer so in verschiedenen Winkeln. Man kann 90 Grad, 45 Grad und geradeaus. Auch hier würde ich sagen, reichen 3. Dann geht es als nächstes im 45 Grad Winkel wieder zurück. Auch wieder 3. Und dann wieder 7 zurück. Und das muss dann groß genug sein, um Himmels Willen. So, die kommen mit. Da habe ich noch nichts. Sehr gut. Das wäre die dritte. Alles klar. Okay, das wird insgesamt doch viel kleiner, als ich dachte. Dann könnten wir den kleinen Fangkäfig vielleicht sogar stehen lassen. Na, mal sehen. Aber das müsste von der Größe reichen. So, wieder 45 Grad. Das müsste hinkommen. Und dann noch 6 Stück in diese Richtung hier. Oh Mann. Da müsste man irgendwas machen, dass das übersichtlicher wird. Wenn man die Umrisse von dem Gebauten vielleicht nicht in grün macht, weil sehr viel in der Umgebung ist eben grün. Rot bedeutet ja, dass man es nicht bauen kann, aber wenn man es vielleicht in blau macht oder irgendwas. Irgendein farblicher Kontrast, damit man das leichter erkennt, wenn das so im Gras liegt. Das wäre sehr wünschenswert. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins fehlt noch. Alles klar. Das schauen wir uns mal ganz kurz von oben an. Das müsste dann das U sein, das ich mir vorgestellt habe. Jawohl. Und da wir uns immer schön an die gleichen Abstände und die gleichen Winkel gehalten haben, die Snap-Punkte benutzen, dadurch geht das dann alles. Gut, da kommt jetzt dann noch ein Tor hin und dann eine kleine Plattform. Wirklich nur eine kleine mit einer Leiter. Sollte das gut sein. Wir bauen es aus Holz. Das ist leichter kaputt zu machen für die Dinos. Das heißt, ein Nashorn, welches hier diese Holzdinger anrennt, bricht relativ leicht durch. Ein Bär kann das auch relativ leicht kaputt machen.
aber es ist günstig und leicht zu bauen und dementsprechend auch günstig und leicht wieder zu reparieren. Ich bin eigentlich am Überlegen, ob wir diese Wand hier unten aus Stein machen sollen. Warum schnappt das jetzt nicht mehr da? Hier schnappt es. Sehr gut. Hier könnten wir tatsächlich Steinwände benutzen. Weil wenn wir da oben auf der Plattform stehen, dann werden die Viecher aggressiv in unsere Richtung. Und dann werden die unter uns die Wand angreifen. Da wäre das nicht das Schlechteste, wenn das dann stabil wäre. Okay, aber ich muss wenigstens sehen, wo ich bin. Ah, da hatten wir es doch gerade. Das ist ein Gefummel mit den Dingern. Entweder ihr schnappt einen oder ich bin eingeschnappt. Los jetzt. Müsste ziemlich genau hinkommen, was ich da vorbereitet habe. Ich habe da nichts ausgerechnet vorher oder ausgiebig geplant, aber irgendwas passt einfach nicht. Merkt man dann auch. So, das Ding reißen wir nochmal ab hier. Die Frage ist jetzt, bauen wir die Tür in eine Ecke, dieses Tor, oder... Ne, ist doch falsch. Und dann bauen wir das mit einem Feldabstand hin. Ich glaube, das bauen wir hier in die Ecke. Da wirkt das ganz gut. Diese Tore schnappen auch mit den Fundamenten, die wir da gezogen haben. Dementsprechend brauche ich mir da wenig Sorgen machen. Hier haben wir zwar jetzt eine kleine Lücke, aber da passt weder ein Bär noch ein Nashorn noch sonst irgendwas durch. Da brauche ich mir also auch keine Sorgen zu machen. Alles klar, dann brauche ich jetzt als nächstes ein paar Steinwände. Bäh. Damit wir wenigstens auf einer Seite stabil sind. Ich hoffe, ich habe da noch welche. Ansonsten wird es ein bisschen blöd. So, von hier aus gesehen, das wäre hier. Das brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr. Eine Steinwand. Oh, fantastisch. Okay, das heißt, ich werde erst nochmal losziehen müssen mit dem Dödi. Mit Keule. Und ein bisschen Stein organisieren. Und dann werde ich noch ein paar Wände bauen. Auch Holzwände, weil Höhe 1 reicht mir nicht. Ich will da Höhe 2 erreichen, damit die Viecher nicht einfach drüber rennen. Die meisten sehr großen kommen auch über Höhe 2, aber Nashörner und Bären kommen da nicht drüber. Das sollte dann hinhauen. Also Höhe 2 für die Zäune. Da zähle ich gleich nochmal ab, wie viele wir insgesamt brauchen. Dann organisiere ich ein bisschen Stein, baue noch ein paar Steinwände dahin und dann brauchen wir noch Steindecken und ein paar Leiterteile für die Plattform. Oh je, das wird langsam richtig viel. Wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder. Fangkäfig ist soweit fertig, würde ich sagen. Ich habe jetzt nicht mehr sehr viel hinzugefügt. Eine kleine Plattform, die ihr da drüben sehen könnt, mit einer Leiter, die hochgeht. Einfach damit man irgendwo draufstehen kann und auf die Viecher schießen. Das Ganze mit einer Steinwand versehen. Einfach, damit man was Stabiles hat, wo die Viecher nicht sofort durchbrechen können. Und ja, ich denke, das sollte erstmal reichen. Dann schauen wir mal, wo das Nashorn hin ist.
hinten. Soweit, so gut. Und dann probieren wir den Fangkäfig direkt mal aus. Sollte jetzt auf jeden Fall deutlich leichter sein, da was reinzukriegen, als beim alten. Und wie ihr sehen könnt, sind die Nashörner eigentlich sehr umgänglich. Da ist nichts mit aggressiv oder so. Jedenfalls für den Moment. Was mir allerdings gerade ein bisschen Sorgen macht, ist die Höhe der Plattform. Das ist ein verdammt langes Horn auf der Nase und der kommt höllennah ran. Ich habe das Gefühl, das könnte gleich sehr schmerzhaft werden. Wir probieren es trotzdem mal. Nicht doch. Oh. Halt. Ellie, hör auf damit. Hier wird nicht gekämpft. Wenn einer kämpft, dann nicht das. Okay, die Plattform ist unnötig, aber das Abreißen übernimmt, glaube ich, das Nashorn, so wie es aussieht. Wow, hörst du auf? Und ich glaube, ein Steintor wäre angebracht. Ja, wir können gleich mal gucken, wenn wir das Nashorn betäubt haben, wie angeschlagen die Geschichte dann ist. Das ging wohl daneben. Mit dir bin ich noch nicht ganz fertig. Bin mal gespannt, wie viele das noch braucht. Das war die Antwort. Sehr gut. Wo ist Ellie hin? Ich habe gesagt, du sollst auf passiv und nicht irgendwie sonst wohin. Ah! Lexi, Bruno. Tonton? Wo ist Ellie? Oh, oh. Oh, das war knapp. Sie ist auch nicht darunter. Ich bin mir fast sicher, sie war gerade eben noch bei uns. Das ist schlecht, weil bei ihr ist das ganze Gemüse drin. Das ich jetzt brauche, um das Nashorn zu zähmen. Das Tor hat bisschen mehr als 1000 Schaden genommen in der kurzen Zeit. Wie sieht das aus mit Betäubtheit? Scheint noch eine Weile zu halten. Okay. Bin ich jetzt langsam blind oder blöd oder beides? Wo zum Teufel ist Ellie hin? Ich habe sie nur auf passiv gepfiffen. Damit sie nicht irgendwie das Nashorn angreift. Was hat man jetzt davon? Die wird doch jetzt nicht verschwunden sein, deswegen. Okay, das heißt für mich... Oh Gott, da hinten ist die.
Da reagiert nichts auf das Herkommen-Pfeifen. Fantastisch. Aber immerhin, Ellie ist noch da. Dann muss ich da nur hinwetzen und sie abholen. Ich glaube, da laufen wir oben rum. Das müsste einfacher sein. Weniger Zickzack, vorausgesetzt, ich stürze hier nicht aus Versehen die Klippe runter. Die sind nämlich bis kurz vor knapp nicht zu sehen, diese Dinger. Die schleichen sich förmlich an. Schieben sich unter den Spieler und dann wirft man sich quasi selbst von der Klippe. Heimtückische Dinger. So, Ellie, du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Das wäre das Letzte, was ich jetzt will. Nochmal auf Quetzeljagd gehen, weil ein Quetzel verschwindet. Oh Mann. Okay, schauen wir mal. Du hast Gemüse an Bord, ja? Super. Hunger hält sich wirklich in Grenzen. Torpor geht relativ schnell runter. Wenn ich mir das so angucke, hole ich besser noch ein bisschen Narkotika. Sicher ist sicher. Nicht, dass das dann kurz vor knapp aufwacht. Alles, was im Inventar ist, ist dann verschwunden. Dann würde ich mich aber richtig ärgern. So, bei dir müssten wir noch ein bisschen Narkotika drin haben. Richtig. Problem gelöst. Jetzt brauchen wir was zu essen und ein bisschen was zu trinken. Und dann kann ich da eine ganze Weile neben dem Nashorn warten, bis das gezähmt ist. Das wird, wie gesagt, eine Weile dauern. Die Nashörner haben eine sehr, sehr lange Zähmzeit. Ich glaube, das kleine Nashorn, was wir da oben haben, wird insgesamt länger dauern als der Spinosaurus. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Beziehungsweise, ich werde euch dann morgen sagen, wie lange es gedauert hat und wie das so war. Denn für heute machen wir erstmal Feierabend. Wir haben einiges geleistet. Wir haben am Vulkan oben nach dem Rechten gesehen, haben da einiges an Rohstoffen organisiert. Wir haben hier einen komplett neuen Fangkäfig aus dem Boden gestampft, der an sich ganz gut geworden ist, abgesehen von kleineren Schönheitsfehlern, aber die verleihen dem Ganzen so ein bisschen Charakter, finde ich. Und dann haben wir ein neues Nashorn demnächst. Ich weiß noch nicht genau, was wir damit vorhaben, aber ich finde die Nashörner absolut fantastisch. Sind wahrscheinlich meine Lieblingssäugetiere hier auf der ganzen Insel. Da schauen wir dann mal, welchen Job wir dafür haben. Vermutlich steht's im Turm rum, sind wir ganz ehrlich. Ich benutze es vielleicht mal ein bisschen bei Ausflügen in Rohstoffbeschaffung, wenn wir ins Sumpfbiom gehen. Es soll eine sehr, sehr hohe Tragkraft haben. Das heißt, da werden wir die Chance haben, dass es dem Mammut ein bisschen was abnehmen kann. Und es soll auch sehr gut darin sein, das Strohzeug von den Bäumen runterzuhauen. Das könnte uns auch noch ein bisschen helfen. Deshalb bei Holzausflügen eventuell dabei, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Letzten Endes steht das an für mich in den nächsten Tagen, Stunden, wie auch immer. Dann werde ich mal das Mammut und wahrscheinlich das Nashorn auf die Barke packen, auf zum Sumpfbiom. Ich nehme noch die Kröte mit und dann werde ich da mal wieder Holz, Stroh und Zementpaste organisieren. Das bedeutet, heute Feierabend, morgen schauen wir dann mal mit Ellie zum Vulkan hoch, ob wir mit der Zementpaste vom Sumpfbiom dann einige Glaswände bauen können. Ich werde noch schauen, dass ich vielleicht ein paar Steinwände baue, auch oben am Vulkan, mit dem Holz, was ich danach erhole. Und dann kriegen wir da vielleicht noch ein bisschen was gebacken. Was ich außerdem auch noch brauche, sind dann diese Wassergeschichten. Da haben wir die Wasserreservoirs. Die gibt es auch noch aus Metall, die man dann aber an der Schmiede bauen muss. Dafür wird man auch eine Menge Metall brauchen und Zementpaste. Dann werde ich mal wieder die Wasserrohre lernen müssen. Und dann bauen wir auch noch eine Bewässerung mit Sprinkleranlagen und so weiter für die Farm da oben.
Dafür brauche ich dann aber auch noch ein paar Steinböden. Oh je, da haben wir ganz schön was vor uns. Eine Bauepisode demnächst und vielleicht packe ich ein bisschen von dem Rohstofffarmen mit rein, um euch einfach mal zu zeigen, wie das denn jetzt mit den Dinos aussieht an den verschiedenen Punkten und damit ihr einen Eindruck davon kriegt, für wie viel da tatsächlich notwendig ist. Das ist nämlich eine ganze Menge. Gut, bis morgen, dann macht's gut, haltet die Ohren steif, ciao Freunde.